Die graue Feder und ihre Bedeutung. Nichts ist nur schwarz oder weiß. Nachricht aus der Grauzone zwischen den Welten. Eine Feder zu finden, egal wo und unter welchen Umständen, gilt in der spirituellen Welt als unumstößliches Zeichen von oben. Das Universum, Gott und alle höheren Mächte, die wir uns vorstellen können oder möchten, teilen uns auf diese Weise mit, dass sie ein Auge auf uns haben. Den weißen Federn kommt als Nachricht unserer Schutzengel hier besondere Bedeutung zu. Doch auch eine graue Feder zu finden, ist ein himmlisches Zeichen dafür, dass wir nicht allein auf dieser Welt sind, selbst wenn es sich manchmal so anfühlt. Grau entsteht, wenn Weiß und Schwarz miteinander vermischt werden. So wie alles im Leben viele Zwischentöne und Nuancen hat, aber selten nur wirklich das eine oder andere Extrem darstellt, so ist auch die Farbe Grau als Sinnbild dafür zu verstehen, dass die Dinge oft nicht ganz so einfach sind, wie wir sie gerne hätten. Wenn du Lust hast zu erfahren, was eine graue Feder dir mitteilen möchte, dann haben wir ein paar Antworten für dich. Nummer 1. Federn sind immer göttliche oder universelle Zeichen von oben. Egal ob weiß, schwarz, braun, exotisch gelb, orange, blau oder eben auch grau, eine Vogelfeder zu finden gilt als eines der deutlichsten und typischsten Zeichen einer höheren Präsenz. Sie sind gleichzusetzen mit Münzen, die wir auf der Straße finden oder in unseren Träumen sehen, Engelszahlen oder dem Auftreten von Synchronizitäten. Findest du also das nächste Mal eine schöne Vogelfeder, bedeutet dies im Wesentlichen, du bist nicht allein, wir haben ein Auge auf dich. Nummer 2. Grau in all seinen Schattierungen bedeutet, nicht gut und nicht schlecht. Wer die graue Feder als Omen sehen möchte, wird nicht umhin kommen, sich mit der Farbe Grau zu beschäftigen. Sie ist ein Mischwerk aus Schwarz und Weiß und gilt gemeinhin nicht gerade als Happy Color oder visueller Stimmungsaufheller. Allerdings repräsentiert Grau in all seinen Nuancen wie keine zweite Farbe, dass wir das Offensichtliche immer hinterfragen sollten. Nichts ist bei näherer Betrachtung wirklich so, wie es auf den ersten Blick den Anschein hat. Im Gegensatz zur weißen Feder, die ein himmlisches Go oder gar grünes Licht vom Universum darstellt, ist die graue eher als nüchterne Bestandsaufnahme zu verstehen. Im Moment ist nichts gut oder schlecht in deinem Leben. Die Farben verlaufen gerade ein wenig und die Würfel befinden sich im freien Fall. Nummer 3. Hinterfrage die Qualität deiner Beziehungen. Der erste Bereich, dem du dich widmen solltest, wenn dir eine graue Feder vor die Füße schwebt, sind deine Beziehungen. Partnerschaft, Familie, Freundschaften und Kollegen gehören hier dazu. Wie steht es mit deinem Sozialleben? Pflegst du es und bringst den Menschen in deinem Umfeld genügend Respekt und Wertschätzung entgegen? Oder regiert die pure Tristesse und graue Nebelschwaden, machen sich dort breit, wo eigentlich die Sonne scheinen sollte? Nummer 4. Du weißt nicht, was du dir wünschen sollst. Wenn du hin und her gerissen bist zwischen mehreren Möglichkeiten, kann auch das der Grund dafür sein, warum die spirituelle Welt dir eine graue Feder zukommen lässt. Sie steht für nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht Ja und nicht Nein. Die Qual der Wahl kann manchmal lähmend sein. Vielleicht musst du aber auch noch gar keine Entscheidung treffen. Bevor du vergeblich im Trüben fischst, mach lieber eine Pause und warte ab. Nummer 5. Nicht alle Menschen in deinem Leben sind aufrichtig. Besonders die Grauzonen im zwischenmenschlichen Bereich haben es oft in sich. Wer Freund ist und wer Feind, Liebhaber oder bloßer Nutznießer, Mentor oder Bremsklotz, ist schwer zu sagen. Eine graue Feder kann ein Hinweis darauf sein, dass du nicht alles vorbehaltlos glauben solltest, was man dich glauben machen möchte. Nummer 6. Lass dir Zeit mit Entscheidungen. Eine graue Feder ist nicht gerade als Startflagge oder Zeichen vom Absprung zu verstehen. Stopp meint sie allerdings auch nicht. Sie repräsentiert die leisen Zwischentöne, unsere Intuition, wenn du so möchtest. Sie lässt uns lieber einen Schritt zurücktreten, um das Gesamtbild besser zu erkennen. Nummer 7. Es reicht dir, doch du willst nicht aufgeben.
Eine graue Feder darf uns manchmal einfach nur das Okay erteilen, dass wir hier und jetzt genug haben dürfen. Damit ist nicht gemeint, dass du aufgibst. Du hast entschieden, lange genug gekämpft und dein Möglichstes getan. Dieser Zug hält nicht an deinem Bahnhof, also versuch nicht, auf ihn aufzuspringen. Nummer 8. Negative Energien blockieren deine Entwicklung. Gibt es eine unsichtbare graue Masse in deinem Leben, die sich wie zäher Schleim in deine Aura heftet und dich am Abheben hindert? Oder machen düstere Herren im grauen Anzug dir im übertragenen Sinne das Leben schwer? Wenn wir uns festgefahren fühlen im Leben, dann sind häufig negative Energien die Ursache dafür. Eine graue Feder könnte der Hinweis darauf sein. Nummer 9. Du befindest dich in einer Übergangsphase. Bevor schwarz-weiß und umgekehrt werden kann, entsteht erst einmal grau. Diese Farbe versinnbildlicht daher die ewige Transformation des Lebens, die manchmal schneller, manchmal langsamer vonstatten gehen kann. Nummer 10. Jemand wacht über dich. Es muss nicht gleich die blütenweiße Engelsfeder sein, die uns über himmlischen oder kosmischen Beistand informiert. Jedes Zeichen von oben ist ein gutes Zeichen, das uns Rückendeckung zusichert und ein verlässliches Sicherheitsnetz. Nummer 11. Taubenfedern versprechen Reichtum und Glück. Jene Vögel, die in unseren Breiten am öftesten graue Federn lassen, sind die Tauben. Sie sind nicht nur ein Symbol des Friedens und der Erleuchtung. Ihre Federn kündigen außerdem Wohlstand und häuslichen Segen an. Die berühmte Taube auf dem Dach steht für die Erfüllung unserer Wünsche und das Streben nach Höherem. Unser heutiges Fazit: Grau kennt viele Zwischentöne. Nichts im Leben ist nur schwarz oder weiß. Alles hat mindestens zwei Seiten und einen toten Winkel oder blinden Fleck, den niemand sehen kann. Das vorschnelle Urteilen über Menschen und Situationen, das Annehmen, Mutmaßen und Spekulieren führt uns so gut wie immer in die Irre. Eine graue Feder erinnert uns nicht nur an die universelle und göttliche Führung, die über uns wacht. Sie führt uns gelegentlich auch vor Augen, dass die Dinge meistens vielschichtiger und manchmal auch sehr viel komplizierter sind, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.